Eine Revolution bedeutet nur, dass das Volk sich aufhebt, auflehnt. Und das Volk hat gerade Auflehnungstendenzen drinnen. Aber nicht nur das Volk, also dranbleiben. Herzlich willkommen bei einer neuen astrologischen Analyse und wir schauen uns den Supervollmond vom 15. November an. Und dieser Vollmond löst einige Tendenzen aus und wir schauen uns das jetzt mal an, was das denn bereithält, was es für dich bedeutet, was es auch gesellschaftlich bedeutet. Der Vollmond selber findet ja statt. Wir haben die Sonne im Skorpion stehen und den Mond im Stier, also in dieser Opposition, auf dieser Achse. Das ist so die eigentlich so diese Besitzachse. Ja, das ist so, welche Ideale habe ich gespeichert, in mir gespeichert, welche Vorstellungen habe ich gespeichert, die fixe Vorstellung mit Skorpion und der materielle Wert mit Stier. Und da stehen sich Sonne und Mond jetzt gegenüber, bilden diesen Supervollmond. Und diese Achse Besitz deutet ja schon an, es geht um deine Werte beim Mond, was für einen Wert habe ich? Und mit dem Mond natürlich auch um die Werte des Volkes, also welche Werte hat das Volk? Welche Besitztümer hat das Volk? Welchen Eigenwert, welche Identität hat das Volk? Und natürlich auch, wie viel Besitz hat das Volk? Also das ganz Konkrete, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich geerdet in einem Kollektiv? Und die Sonne im Skorpion sagt er, okay, was hast du denn für geistige Vorstellungen, was willst du denn geistig erhalten und was möchte natürlich auch davon transformiert werden. Und dieser Spannungsaspekt, den haben wir bei diesem Supervollmond drinnen und aufgeladen wird das Ganze noch mit einer Mond-Uranus-Konjunktion. Du weißt, der Uranus ist der Wandel, ist die Revolution der Werte, ist eben so dieser Aufruhr und Uranus steht mit Mond zusammen. Das ist auf der einen Seite das, was dich individuell womöglich rastloser, ruheloser macht, auf der einen Seite. Und auf der kollektiven Seite natürlich das Bewusstsein, dass Werte sich wandeln und dass dadurch womöglich eine Unzufriedenheit entsteht und damit auch Revolutionspotenzial entsteht. Ja, also das ist so Uranus am Mond drauf, also mondan gedeutet das Volk. Und wir haben also eine Unruhe im Kollektiv drinnen und wir haben eine innere Unruhe drinnen. Und in diesem Vollmond selber ist es wirklich wesentlich, dich mit deinen Werten auseinanderzusetzen. Das heißt, was sind deine ideellen Werte? Folgst du vielleicht falschen Werten, ja, die dich unter Druck setzen, die dich verzweifeln lassen? Ein falscher Wert wäre zum Beispiel für mich sowas wie, was denken andere über mich? Wie sehen mich andere? Und das wäre so ein klassischer Wert, wo ich sagen würde, okay, das hast du nicht in der Hand und nichts, was du nicht selber in der Hand hast, kannst du einfach mal zur Seite geben. Also das wäre für mich so ein falscher Wert, der sehr viel Leidensdruck eigentlich auch ausübt. Ja? Oder zum Beispiel, man sagt, ich muss ein gewisses Auto fahren und verschulde mich deswegen. Ja? Und nur weil ich sage, ich muss dieses Prestige aufrechterhalten und setze mich deswegen selbst massivst unter Druck, auch da ist dann die Frage, ist das der richtige Wert für dich oder auch nicht? Und das ist eben bei diesem Supervollmond wirklich das Thema. Und das wird auch jetzt nochmal eingeläutet. Der Pluto ist jetzt auch direktläufig geworden und hat immer noch eine Opposition mit dem Mars. Mars-Pluto, wir wissen, Eskalationspotenzial ist da. Und dieses Potenzial, also Pluto, der jetzt langsam dann Richtung Wassermann wandert und eben ab 19. November endgültig im Wassermann ist, ja, und der Mars im Löwen, also da haben wir einfach noch einmal diese enorme Energie, dieses enorme Potenzial, wo ich sage, da kann ich so viel schaffen, schöpfen und auch erledigen, weil so viel Kraft und so viel Energie gerade im Feld ist, wo man eben auch sagt, okay, das ist auf der einen Seite mondan gesehen Eskalationspotenzial, aber auch natürlich diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die eventuell beigelegt werden könnten. Also da ist viel Potenzial drinnen, nach wie vor auch bei diesem Vollmond, der uns das einfach so mitbringt. Also wir haben auf der einen Seite dieses Aufrührerische, dieses Unruhige, ja, dass das Volk auch in der unter Anführungszeichen Rebellion, Revolution ist, wo natürlich auch dieser Wertewandel mitspielt. Also so wie wir bis jetzt
gelebt haben, wie wir unsere Werte aufgestellt haben, auch hier in der westlichen Welt, ist es nicht mehr tragbar. Wir müssen etwas Neues reinbringen. Und das wäre eben wirklich so das Thema von diesem Supervollmond. Wir haben auch den Mars im Halbquadrat zum Jupiter bei diesem Supervollmond, und das bedeutet einfach noch einmal: nicht übertreiben, ja, nicht irgendeinen Blödsinn herauskrakeln oder überschwänglich glauben, das Glück liegt plötzlich auf der Straße und da kommt jetzt die eine gute Idee hin und da muss ich investieren und dann funktioniert das. Also da würde ich einfach ein bisschen aufpassen, ne, vor schnellen Entschlüssen, auch im geschäftlichen Bereich. Das deutet auch der Saturn im Quadrat mit dem Merkur an. Der Merkur im Jupiter, der Geschäftsplanet, der Handlungsplanet, der Denkplanet, der ein bisschen so ausgebremst wird vom Saturn, der allerdings in den Fischen natürlich nicht mega stark jetzt dasteht. Aber man muss sich das so vorstellen, dass da auch eine gewisse Korrektur der Wirklichkeit reinkommt. Das heißt, Saturn sagt ja einfach, hab eine Struktur in deiner inneren Wirklichkeit, und der Merkur im Schützen sagt, okay, ich möchte wachsen, ich möchte etwas Neues kennenlernen. Und der Saturn prüft das quasi jetzt auf deine eigene Wirklichkeit und eben passt was zu dir. Passt ein Job, den du annehmen möchtest, wirklich zu dir? Entspricht er deiner Wirklichkeit? Das wäre so eine Frage einfach jetzt im Individuellen, und im Mundanen würde das einfach bedeuten auch, noch einmal, dass vielleicht gewisse Tatsachen nicht ganz ehrlich dargestellt werden, dass da gewisse Agenden so im Geheimen bleiben. Also das wäre da durchaus so eine Möglichkeit unter dieser Konstellation. Ja, und wenn man jetzt noch einmal beim Neptun auch bleibt, weil wir schon bei Fische waren, wir haben ja dieses Sextil Neptun zu Uranus und auch zum Mond. Das heißt, wir haben Mond-Uranus-Konjunktion im Stier und dazu ein Sextil im Neptun. Und der Neptun im Fische ist ja auch noch einmal so ein beschwichtigender Planet. Also der holt dieses Potenzial, dieses dramatische Potenzial runter. Und ich habe ja schon einmal gesagt, also mit dem Beenden von Pluto im Steinbock. Und da sind wir jetzt. Das ist halt die nächste Woche. Wird Pluto im Steinbock beendet? Da können wir eventuell was nochmal aus dem Bankensektor sehen, finanziellen Sektor, dass es da noch einmal zu Crashs, zu Krisen, zu Umwürfen kommt, weil dann dieses Thema beendet wird quasi von Pluto in Steinbock. Und der Neptun, der dämpft das noch runter. Also der schickt da begünstigende Energien rein, dass es eben nicht so einen großen Crash gibt oder so die große Revolution, der große Aufschrei, sondern dass das alles ein bisschen ruhiger wird, dass das alles ein bisschen sanfter verläuft. Also das ist durchaus eine positive Konstellation, die wir da haben. Und wir haben den Neptun auch im Sextil zu Pluto hin, und das entschärft Gott sei Dank auch noch einmal diese Eskalation Mars-Pluto. Und da können wir eben wirklich sehen, wir haben ein Regulativ am Himmel, dass es eben nicht so total kracht oder total crasht alles oder die totale Revolution da ist, die manche förmlich spüren, die manchmal in der Luft liegt, wo man sich denkt, wieso steht nicht jemand auf, wieso unter Anführungszeichen wirft nicht jemand den ersten Stein, nicht jetzt einfach zu Gewalt, sondern demonstriert einmal jemand, sondern das liegt in der Luft, aber es wird immer noch abgefedert. Und ich denke, das ist auch vom Zusammenspiel, vom energetischen Zusammenspiel wirklich gut. Ja? Weil jede Revolution, jeder Umschwung, der würde zuerst einmal Chaos, Anarchie bringen. Und ich glaube, wir könnten uns das sparen und vielleicht auf eine andere Art und Weise friedlicher einen Umschwung erzielen. Also das würde ich mir natürlich für uns wünschen. Wir haben auch ein Halbquadrat zu Merkur und Pluto noch, Merkur im Schützen. Also das ist auch so dieses Geschäftsmäßige, was vielleicht noch festhängt oder das dich auch daran erinnert, harte Arbeit noch einmal wo reinzustecken oder mehr Energie auch in die Arbeit reinzustecken und nicht dich aufs Glücksspiel, aufs leichte Geld, aufs schnelle Geld zu verlassen, sondern dich und deine Fähigkeiten weiter auszubauen, neue Skills zu lernen und einfach fleißig an deinen Zielen kontinuierlich weiterzuarbeiten und dich nicht von außen beirren lassen. Also das wäre auch eine gute Energie jetzt zu diesem Vollmond, da
da wirklich auch dran zu bleiben und eben ordentlich klar zu wirtschaften und auch zu werkeln. Ne? Ja, wir haben dann noch einmal den Neptun auch im Trigon zur Sonne. Das heißt auch so dieses Transformative, diese plutonische Energie zur Sonne hin. Also da wird man etwas ruhiger, vielleicht ein bisschen entspannter. Also auch das macht nicht ganz so diesen Stress rein, dieser Pluto-Mars-Aspekt eigentlich oft einmal vermuten lässt. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wir haben da sehr, sehr viele Konstellationen, die bei diesem Supervollmond zusammenkommen jetzt, die auch ganz klar angedeutet werden oder angezeigt werden durch den Vollmond. Und diese Phase, die jetzt eingeleitet wird, würde ich bezeichnen als eine sanfte Transformation, die du mit gutem persönlichen Einsatz wunderbar für dich nutzen kannst. Es gilt natürlich immer noch, auch diese Struktur im Inneren zu finden, diese Klarheit im Inneren zu finden, in dir zusammenzuräumen. Also bevor du, da fällt mir, ich bin schon wieder beim Steinewerfen heute, keine Ahnung warum, aber da fällt mir so dieses Bibelwort ein, so wer von euch frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich denke mir einfach, schau mal, dass du in dir selber aufräumst, in dir selber Klarheit schaffst und deshalb dann nicht gleich so nach außen sagst, das Außen muss sich ändern. Nein, ändere dich in deinem Inneren, werde selber klarer, werde selber bewusster und du wirst merken, das hat eine ganz, ganz andere Dynamik, eine ganz, ganz andere Qualität an diese Zeit für dich und das wird dann gut funktionieren. Also warte nicht auf die Veränderung im Außen, sei du selbst die Veränderung. Ich kann dir das nur noch einmal mitgeben, sei du selbst der Wandel, sei du selbst die Revolution in deinem Leben, sei du selbst die Revolutionärin, der Revolutionär in deinem Leben, in deinem Inneren. Werde frei, spreng alle Ketten, die dich da jetzt noch eingeschränkt haben. Verlass alle Werte, die du nicht mehr brauchst und besinne dich auf deine innere Kraft, auf dein inneres Licht. Und ja, das wäre es eigentlich. Und wenn du Lust hast, da noch ein bisschen dran zu bleiben oder ganz intensiv an deinem Licht zu arbeiten, dann empfehle ich dir natürlich meine Jahresausbildung, die im Jänner 2025 wieder startet, die Jahresausbildung Mediale Energetik, wo es ganz stark um dieses Eigenbewusstsein, diese innere Klarheit geht. Also schau es dir gerne auf meiner Homepage an. Und wenn dich dein persönliches Horoskop interessiert, deine Lebensthemen oder deine Jahresthemen 2025, dann kannst du jetzt natürlich schriftlich bei mir auch diese Analysen bestellen. Ganz einfach, kriegst du dann per Mail geschickt und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, ob nun zu einem Workshop oder auch bei einem Termin vielleicht per Zoom oder live in Linz. Ich freue mich aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Erani. Tschüss.